Hallo zusammen, heute begrüße ich euch wieder zu einem neuen Video mit mir. Ich bin der Markus, der Kölsche Schatzsucher. Ja, heute sind wir mal wieder an derselben Stelle wie letzte Woche, wo ich auch den Silberquinar gefunden hatte. Und ja, Daniel rastet aus. Ihr hört es ja, er müsste jetzt wie ein kleines Kind gegen den Baum treten. Ja, wo ist er denn? Jetzt stellt er sich auch noch hinter dem Baum. Ja, Feischling der. Und stört mich doch wirklich, euch zu sagen, dass wir wieder heute so sind. Und er tritt wieder dagegen. Okay. Wir lassen das Spielkind mal so. Ich kann mich kaum konzentrieren darauf. Ja. Gut. Ja. Vorab möchte ich einen Gruß an meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de senden. Und ach, jetzt werde ich auch noch beschmissen von Daniel. Und er hat schon da schnell umdreht, da könnt ihr sehen. Ja. Und natürlich an euch, die ja immer so fleißig meine Videos schaut. Ja. Heute bin ich natürlich wieder mit dem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5 cm Spule. Ja, hier an der Stelle haben wir heute mal zwei Programme zur Wahl. Daniel wird mit meinem Tiefprogramm gehen. Ich gehe hier mit meinem Ackerprogramm, weil wir haben hier in der Nähe eine Bahnlinie und natürlich auch dadurch extreme Störungen. Und der Boden, ja, der ist auch ziemlich mineralisiert. Ja, heute versuchen wir unser Glück wieder mal ein paar römische schöne Artefakte zu finden. Und wenn ich eins gefunden habe oder zum Beispiel beim ersten Signal, hole ich euch natürlich dazu. Aber vorab kommt mein Intro und nach dem Intro kommen wir zu meinen Einstellungen. Aber dazu wird die Kamera dann nach unten gedreht sein. Ich habe sie heute nicht am Spaten, weil mein Halter am Spaten gebrochen ist. Ich habe diesmal so einen Brustgurt um. Okay, dann sehen wir uns nach dem Intro. Also dann bis gleich. Da bin ich wieder. So, jetzt zeige ich euch. Ich glaube, ihr werdet Probleme haben. Ich glaube, das Ganze hier zu verfolgen. Aber ich werde euch so die Einstellung sagen. So, ich bin hier in meinem Ackerprogramm und gehe jetzt ins Menü. So, der Disk ist hier auf 5.0. Ja, weil ich auch hier tiefliegendes Eisen angezeigt haben möchte. Der Sensitive ist auf 96. Die Frequenz war ich auf 0, weil ich hier einen Frequenzabgleich gemacht habe wegen der Eisenbahnlinie. Eisenlautstärke auf 1 und die Reaktionszeit auf 2. Signalverstärkung auf 4, so dass ich noch unterscheiden kann, ob ein Objektiv oder an der Oberfläche liegt. So, jetzt gehen wir ins Expertmenü vom Disk. Dort habe ich einen Dreitonmodus. Kronkorken aus, Notch aus, den Bodenfilter auf 1 und ja, den Bodenabgleich über die Pinpointer-Taste gewählt und ja, hier habe ich einen Bodenabgleich von 79 und sobald ich das erste Fundobjekt oder das erste Signal habe, werde ich euch wieder mit dazu holen. Ich werde heute natürlich auch wieder nur die guten Teile im Video belassen, weil, wie gesagt, heute ist es wieder kalt und ich denke mal, mein Akku, der wird bis zum Schluss nicht durchschalten. Es kann sein, dass ich so ja mit meinem Handy hinter den Film zu Ende filmen muss. Okay, dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal wieder. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen und hören. Hier habe ich ein 83er Signal. Ja, gut, mit dem Sehen ist schlecht. Wie gesagt, ich habe einen Brustgurt, ich kann also nicht Kamera darüber. Also das ist genau hier unter dem Jungtrieb. Ihr seid ja mit dabei. Ja, hier ist es schon. Ja, über Nacht gut angezogen. Ja, das haben die ja auch gesagt, ja, es soll kälter werden und es soll frieren. So, wir müssten jetzt eigentlich noch minus 3 oder 4 Grad haben. Und ich sehe auch schon, was ist das? Ne, das ist kein Ziegel, sondern ein Kieselstein.
So, das ist mittig und tiefer. Dann machen wir das Loch ein bisschen größer. So, heute habe ich wieder den Spaten, den ich auch gesponsert bekommen habe, vom Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Und der ist optimal jetzt für den Boden. Edelstahl geht viel besser rein als ein lackierter Spaten. Okay, machen wir mal das Gerät beiseite. Nehmen wir jetzt mal den Pinpointer. Und ich würde jetzt mal gucken, dass ich die Kameraeinstellung auf das Loch so belasse. Ihr seid ja mit dabei. So, es wird etwas tiefer sein, glaube ich. Ne? Ja. Ne? Ah, gucken wir hier runter in der Ecke. So, nochmal hoch. Weil das ist eine Wurzel, die muss ich kappen. Einmal. So. So. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Vom Pinpoint her. Ich bin dran. So, das muss jetzt hier bei sein. Ne? Na, was haben wir? Ach, da ist es. Ein Granatsplitter, glaube ich. Ja. So, hier ist es. Ein Granatsplitter. Okay, dann hole ich euch gleich beim nächsten Signal wieder mit dazu. Bis gleich. So, hier haben wir wieder ein 79er Signal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Also in dem Bereich. Ja, der Fußweg ist noch keine 3 Meter von mir weg. Es macht immer Spaß, wenn die Leute vorbeikommen, gucken einen an wie ein Auto, ey. Da muss man sich dran gewöhnen. So, erstmal hier die oberflächliche. Weg wieder an dem Jungtrieb. Ich hoffe, man kann es sehen, ja. Das ist nämlich von einer Eiche, glaube ich. Die Eicheln, die angeschlagen haben hier die Jungtriebe. So. Also mehr in dem Bereich, hier in dem Eckbereich muss es sein. Ja, da ist eine größere Wurzel zwischen. Ja, heute ja, wird es abenteuerlich bei dem Wetter hier. Okay, die in Österreich und in der Schweiz wohnen, die werden sich sagen, ja, was erzählt er da für ein Blödsinn. Aber ja, für uns hier in Köln und Umgebung ist das schon ja ziemlich hart. 78 geht das Signal hoch. Okay, wenn wir mal Suchgerät weg tun, nehmen den Pinpointer, damit hier das einfacher. Mal gucken. Also tiefer nach da unten. Okay. Wollen ja nicht den halben Wald ausgraben. Na, ist er draußen? Ja. Okay. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, ne? Und was haben wir? Ich glaube, ein Granatsplitter. Oder? Ja. Auf jeden Fall nichts Besonderes. Okay. Dann hole ich euch gleich wieder beim nächsten Signal dazu. Bis gleich. So, hier bin ich mal wieder. Hier haben wir ein sehr schönes 57er Signal. Stabil. So, ihr seid wieder beim Graben mit dabei. Erstmal das Laub weg, dass wir auf den Boden kommen. Och, das war gar nicht tief.
Dreck hier in dem Laub mit da drin. Okay, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera sehen. So. Warte mal. Ne? Im Laub drin. Ja. Ja. Also hier. Hierbei. Na? Was da, oder? Ja, sieht noch ein Splitter aus, oder? Nein. Ach, ich glaube die erste Silbermünze. Ja, jawohl. Die erste Silbermünze. Das wird wohl so wie es aussieht. Ja, Mittelalter, dafür ist es zu dünn. Ich würde mal sagen, das wird ein 8 heller Stück sein. Ach, ganz vorsichtig den Dreck mal rausreiben hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist auf jeden Fall silber. Ja, okay. Zu Hause will ich noch sauber machen, sehen, was es ist, und ihr werdet es dann auch sehen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier haben wir das nächste Signal. Also hier, viel mehr da. Ist da. Ein 77er bis 79. Ja, komm, erstmal die Blätter weg. So. Oh, noch ein Stück weg. In dem Bereich muss es sein. Ja, bis jetzt kam echt nach der Münze nur noch Schrott, 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 Schrott. Also wir sind jetzt schon gut eine Stunde hier. Und ja. Ich weiß nicht, wie viele Löcher schon in die Rahmen habe. Zahllose, deswegen. Das ist noch im Lauf. Okay, wir nehmen den Pinpointer und gucken. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, ich denke schon, ne? Ne? Also tiefer ist es, also hier, hier und tiefer. Okay. Ja. Muss wieder ein Splitter sein. Na, fahren wir. Ja, auf jeden Fall hier am vorbei. Okay. An der Hand. Na. 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 Da ist ein Stück Ziegel. Stück Ziegel. Na. Wo ist denn dann? Ja, in der Hand. Das ist auch klein, oder? Naja. Handschuhe ausziehen, ich sehe nichts. Ach ne, oder? So, das ist ein Beschlag. Und ich weiß auch, was es feiner ist. Ihr dürft schon mal raten. Viele sagen, es hat was mit Kaffee zu tun. Ich sag euch, oder? Doch, es ist ein Vulva-Beschlag. Ja, das Geschlechtsteil einer Frau wird hier abgebildet. Das ist ein Fruchtbarkeitssymbol, was die Römer gerne mit zusammenhängen mit den Phallus-Symbolen am Gürtel getragen oder am Pferdegeschirr hatten. Ja, okay. Dann werden wir uns gleich beim nächsten Fund wieder mal. Ach so, apropos, das ist jetzt mein erster Römerfund heute. Okay, bis dann. Tschüss. 69er Signal.
Es wird nicht tief sein, es wird direkt da hier sein, aber ich denke nochmal, wird Schrott sein. Na, komm. Brauchen wir ja nicht so tief, ne? Da ist doch die schon draußen. Ja, was ist das? Eine Kronkorken. Was für ein Kack. Ja, ich spreche die Funde immer so an. Okay, bis zum nächsten. So, ich schussel. Ich habe gegraben, weil wir bis jetzt wirklich auf der anderen Wegseite nichts mehr gefunden haben. Ich bin gerade drüber. Erste positive Signal. Grabe. Ja. Und was kommt raus? Ich denke mir mal ein schönes, dickes Ass oder ein Depondius. Eins von beiden. Das kann ich bei euch erst hinterher sagen, ob das schön ist. Ich sage jetzt mal deswegen schön, weil ich kaum Ausbrüche sehe, außer hier an der Ecke. Einen ganz kleinen. Aber das ist eher, wo der Dreck abgeplatzt ist. Ja. Mein zweites römisches Teil heute. Ja. Also will ich jetzt beim nächsten Mal gucken, dass die Kamera an ist. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt das jetzt auch als Fund vernommen. Alles klar, bis später. So, hier bin ich mal wieder. Nach dem großen Ass ist das jetzt bestimmt schon wieder das fünfte oder sechste Signal danach. Da war auch wieder alles drumherum, alles Schrott. Ja, und das wird auch Schrott sein. Na? Nicht tief, denke ich mir mal, aber wir sind direkt hier am Wegesrand. Also wirklich. Ah, so 5, 6 Meter, ne, eher 7 Meter vom Wegesrand weg. Aber ja, wie gesagt, da geht ja kaum einer suchen in der Nähe der Wege. Ja. Also tiefer und zwischen der Wurzel. Ah, ne, ah, ich sehe es schon. Die nächste Münze. Okay, vorm Spatenblatt, da liegt sie. Ja, guck, ah, Moment, ihr könnt das wieder nicht sehen. Ja, das ist, wenn man so ein Brustjucht anhat. Aber das ist kein Römer. Das ist eine moderne Münze. Ja, könnte nach der Dicke her ja irgendwas aus dem 18. Jahrhundert sein. Aber was genau, kann ich noch nicht sagen. Namen sauber machen, sage ich jetzt euch. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, ich habe hier schon mal die Erde weggeschoben, weil das Signal von Anfang an ja nicht gerade gut war. Aber jetzt haben wir hier ein 67er Signal. Eben die 67er Signale waren alles Abziehlaschen. Könnte jetzt hier auch sein, weil habe ich schon runtergeschoben. Also tief kann ich nicht gelegen haben, weil ich hatte das doch irgendwo anders gehabt, das Signal, oder? Ja. Also wird ein kleines Signal sein. Wie gesagt, eben die 67er Signale waren alles Abziehlaschen. So, Kamera wieder in die richtige Position bringen. Na, wo ist es? Ach Quatsch, das ist wieder eine Ulmer Münze. Aber eine abgebrochene hier, Leute. Und oberflächlich, ich habe ja gesehen, ich habe ja nur mit dem Fuß weggeschoben. Ach du Scheiße. Ja, so kann man sich vertun. Ein oberflächlicher Folli. Ja, oder was davon übergeblieben ist. Ihr seht ja selber, der Zustand ist nicht hier gerade der beste in diesem Bereich. Ja, wie letzte Woche. Das war leider auch so gewesen, dass die Münzen wirklich zum größten Teil, oder das heißt die Münzen an sich,
alle Schrott waren. So, ja, der Silberkühner, der war von der Substanz her schon so angefressen. Ja, ich meine, gut, die ganzen Funde gehen sowieso an das Amt und verbleiben dort. Ja, wie gesagt, ist zwar schade, aber es ist halt so. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier bin ich wieder. Ein 84er Signal haben wir hier. Hier habe ich schon überall Löcher gegraben, also überall waren Splitter und ich denke mir, das wird auch noch der letzte Splitter sein. Aber wie gesagt, diesmal lasse ich ja die Kamera an. Sonst habe ich nämlich wieder das Problem wie eben, dass hinter einem Pfund nicht drin ist. Okay, ein 83er Signal. Wie gesagt, wird sowieso hinter die Schnitten und nur die guten Funde kommen dann in den Film. Ein paar Schrottfunde natürlich auch, aber zum größten Teil werde ich hier nur die Schrottfunde rausschneiden. Und ich hoffe, dass meine Kamera da durchhält. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Was für ein Riss. Tiefer. Gehen wir mal hier an die Ecke. Und draußen, ja. So. Muss in dem oberen Teil sein. So, wo ist der Pinpointer? Ach, da kommen sie ja noch Ziegel mit hoch. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier sind kleine Ziegelbruchstücke. Na, kann man das sehen? Ich hoffe doch, das Rote. Ja, die ganze Erde ist mit ganz kleinen Ziegelbruchstücken. Ach, wieder eine. Ach, kann man das sehen? Komm, die Kamera. Das sieht man echt auf. Ich wollte schon gerade was sagen. Aber ich denke mal, wieder eine Römermünze. Zwar ziemlich dünn, die wird auch ziemlich platt sein. Aber ich glaube, hier bin ich richtig, weil wenn man jetzt überlegt, na, wo ist der Baum? Ja, ich, na, das ist er nicht. Wo ist denn das Ding? Da vorne, hier. So, da ist der Baum stumpf oder das abgebrochene Teil, wo die oder vor die Oberfläche lag. Und ja, wie gesagt, jetzt hier, ich denke mal, das wird ein Ast sein wieder. Aber im schlechteren Zustand. Okay. Besser als ein Granatsplitter. Bis zum nächsten Fund. So. Hier habe ich ein weiteres Signal. Und das wird auch mein letztes für heute sein. Also. Hier habe ich extrem viel Störungen, weil ich schräg an der Bahnlinie bin. Ja, und wie gesagt. Es zieht jetzt richtig an, wird kalt. Wie gesagt, mein letztes Signal ist ein 88er. Ich mach mal hier alles erstmal weg. Es hat ja, so tief wird es nicht sein. Ah, ich sehe schon Bronze durchkommen. Okay. Ja, habe ich aber noch Glück, dass ich ja. Jetzt ist mein Akku schon wieder leer. Und zum Glück, wie gesagt, das ist mein letztes Signal und hier liegt es oben auf. Und es ist wieder ein Beschlag, oder? Ja, was von dem Beschlag übergeblieben ist. Ja, okay. Nachher, zum Schluss, machen wir die Zusammenfassung. Jetzt zeige ich euch nochmal die Funde. Oh, hier ist extrem viel Störung. Ja, okay, dann sehen wir uns nachher mit der Fundzusammenfassung wieder. Bis naja. Dani sagt, ich soll sagen, hallo zusammen. Nein, ja, Quatsch. Ihr hört, ihr sagt, was hast du gerade gesagt? Was denn das? Ottos sagt er, Ottos. Also ne. So, der hallo, Tag. Der Tag hat ein Ende. Ich muss mir das den ganzen Tag anhören. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich das Video angefangen habe. Ja, da fing es schon an und es endet auch so. Ja. Wie gesagt, er lässt mich das jetzt nicht machen, aber egal. Okay, der Tag ist zu Ende, wie ich euch gesagt habe.
Daniel hat noch was Schönes gefunden, was ich jetzt hier nicht sagen soll. Aber ich werde es mal so ins Bild bringen. Ja. Achso, nein, hier. Ach, ich wollte es schon hinter die Kamera tun. Also machen wir hier diesen schönen Ring. Also ich sag, das ist irgendwie vom Rollenspiel. Aber das Ding scheint schwer, könnte Silber sein. Aber keine Ahnung, das werden wir heute Abend in die Facebook-Gruppe setzen. Das werden wir natürlich, dann wisst ihr hinterher, dass das aus der Folge ist. Ja, so. Jetzt werde ich mal die Kamera drehen, wenn das funktioniert. Ansonsten mal ganz kurz Stopp und dann drehe ich das Ganze mal. Hier, das ist die Schrotttüte. Viele Kleinigkeiten da drin. Ich will die jetzt nicht auskippen, sonst finde ich sie nicht mehr. Und das ist die Tagesausbeute von heute. Also ich sag jetzt mal, so schlecht war es gar nicht, aber auch nicht so gut, weil die Teile kaputt sind. Das ist jetzt hier der Vulva-Beschlag. Das hier ist ein Beschlag, da könnte ein Gesicht drauf sein oder irgendwas. Ja, hier die Kloppermünze. Das wird entweder ja, ein dickes Ass sein, aber wir vermuten, es wird ein Dupondius sein. Das hier ist ein Ass. Ein Volli. Ja, und hier die neuzeitliche Münze und natürlich zu Anfangs hier die Silbermünze. Ja, die Stelle ist ziemlich groß und schon ziemlich alt und sehr bekannt gewesen. Und es ist wirklich hier mit Aushauen. Wir müssen echt sagen, mit dem Deus 2 kommen noch Funde. Wie gesagt, das ist natürlich immer mit sehr viel Glück. Jetzt drehe ich wieder. Also mit sehr viel Glück. Und ja, heute hatten wir mal Glück gehabt wieder, dass wir ein paar schöne Sachen gefunden haben. Das zeigt sich natürlich dann hinterher, wenn wir das Ganze ja gesäubert haben. Könnt ihr ja mal gucken, das ist hier wirklich, ja, ich sag mal, wie in der Winterlandschaft. Das hätten wir uns nicht vorgestellt, dass das heute so hier aussieht. Aber Daniel will immer flüchten. Ja, er läuft immer um den Baum herum, aber es nützt ihm nichts. Ihm nützt es. Er kann so lange um den Baum laufen, wie er will. Er ist mit im Bild. Ja, Leute, wie gesagt, der Tag ist zu Ende. Ja, nächste Woche werden wir es nochmal hier versuchen. Dann werden wir unseren kleinen Pino mitnehmen. Ja, wenn er nicht so mimosenhaft zu Hause ist und sagt immer, mir ist es kalt. Ja, ansonsten sage ich euch, ach nee, vorab nochmal einen Gruß an meinen Sponsor, an Jochen. Von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr immer die Videos guckt. Ja, dann sehen wir uns spätestens wieder beim nächsten Video, was ich ja jeden Monat online setze. Okay, bis dahin sage ich tschüss, euer Markus. Bis dann, ciao.